Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Disco Elysium, zurück bei unserem namenlosen Helden, den wir das letzte Mal kennengelernt haben in einer ziemlich unvorteilhaften Situation. Er hat sich offenbar so richtig ein hinter die Rübe gekippt und war bis zur Besinnungslosigkeit besoffen. Nun ja, die Wohnung oder das Hotelzimmer sieht ziemlich verwüstet aus. Die Klamotten haben wir zumindest jetzt erstmal wieder an, auch wenn wir stinken müssen ohne Ende nach den Beschreibungen. Und nun gilt es, irgendwie unsere Erinnerung irgendwie zurückzugewinnen und zu schauen, was hier eigentlich los ist mit uns und mit der Welt. So. Und dann gehe ich jetzt erstmal zu dieser Dame dort. Hat die komische Haare oder hat die einen Helm auf? Hallo Officer, spricht sie uns an. Okay, die hat Haare. Alles klar. Okay, also das ist unser Dienstrang. Was ist hier? Laut Kalender ist es März im Jahr 51. Vorhin war schon irgendwas von 43, glaube ich, die Rede oder 46. Da ging es um die Tonbänder. Na gut, dann reden wir mal mit der. Klaasje. Miss Oranje Disco Dancer. Die junge Frau steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Gut, wir haben eine Wahrnehmung. Sie hat braune Augen und ihr Gesicht ist mit Leberflecken übersät. Sie kann nicht älter als 28 sein. Officer, bin ich ein Soldat? Nein. Deine Frage scheint sie zu verwirren. Okay, wir haben also wirklich unser Gedächtnis offensichtlich verloren. Warum haben sie mich dann Officer genannt? Weil sie ein Polizist sind. Sie zieht an ihrer Zigarette. Gut, das wissen wir jetzt erstmal. Sind Sie sicher? Ja, das bin ich. Außer Sie haben uns die ganze Zeit haufenweise gut einstudierte Lügen serviert. Sie nimmt einen weiteren Zug. Die ganze Zeit? Sie sind schon seit 3 Tagen hier, und zwar in offiziellen Polizeiangelegenheiten. Aha, okay. Also das deutet darauf hin, dass es doch ein Hotel ist. Oder irgendwie eine Pension oder sowas. Und was für Angelegenheiten sollen das sein? Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Bis jetzt hauptsächlich saufen. Okay, sie hat das mitbekommen. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich, glaube ich, eine rote Herausforderung, wenn ich das richtig sehe. Die wir nicht, wahrscheinlich nicht bestehen werden. Du probierst den Blick an ihr aus, lässt sie wissen, dass du sie willst, körperlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich hier, ob wir in der Stimmung sind, zumal wir das auch nicht wirklich drauf haben. Wer, der bei rechtem Verstand ist, würde einen wie mich zum Gesetzeshüter machen? Fragen wir mal. Seien Sie nicht so hart zu sich selbst. Die Polizeiprüfung besteht fast jeder. Oh, wie nett. Warum erinnere ich mich nicht daran, ein Bulle zu sein oder an irgendetwas sonst? Könnte an der Trinkerei liegen, oder? Sie hebt eine Augenbraue, die Zigarette knistert. Okay, erfolgreiche Sehenswahrnehmung. Sie hatte noch keine Zeit, sich zu schminken. Das ist ihre Morgenzigarette. Sie sieht müde aus. Ihre Schönheit schwindet schneller als in ihrem Alter üblich. Wollen wir uns... Ja... Ich meinte, warum... Ja... Das ist jetzt vielleicht schon wieder so eine erste Grundsatzentscheidung. Wie sind wir drauf? Aber warum eigentlich nicht? Gelegenheit macht Diebe. Setzen wir mal unseren Blick auf. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, wie wir riechen und dann sowas. Oh Leute. Ich meine, vielleicht könnte man zurückkehren. Naja, und später mal es versuchen. Aber nein, wir machen das jetzt mal. Wir leiden auch ein bisschen an Selbstüberschätzung. Du probierst den Blick an ihr aus, lässt sie wissen, dass du sie willst, körperlich. Oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Die Worte haben deinen Mund bereits verlassen. Was? Ich will Fick mit ihnen haben. Was? Okay.
Das ist natürlich sehr suggestiv und clever gefragt. Sie bricht in Gelächter aus. All die Müdigkeit ist ihr wie vom Gesicht gezaubert. Wie bitte was? Wo haben Sie denn sprechen gelernt? Was haben Sie gesagt? Kommen Sie, sagen Sie es nochmal. Nee, das ist jetzt uns zu peinlich. Nein, ich will nicht. Na los. Ach, bitte, bitte einmal noch. Ich habe gesagt, ich will Fick mit Ihnen haben. Genauso sieht's aus, Sie irres Arschloch. Sie wischt sich die Tränen aus den Augen. Was sind Sie denn bitte schön für ein Bulle? Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Weiß ich wirklich nicht. Sie sind hübsch. Ich bedauere das ehrlich. Ich bin der bedauernde Bulle. Schon in Ordnung. Das war witzig. Und mir ist das sowieso scheißegal. Wen kümmert sowas schon? So habe ich sie auch eingeschätzt. Ist auch egal, wenn Sie keine 1A-Muschi mehr abkriegen. Das Leben hat noch mehr zu bieten. Wichtigere Dinge, die besser zu einem Mann in Ihrem Alter passen. Das hier, sie deutet auf ihren in Silber gehüllten Körper, das ist eine Fata Morgana. Aber eins muss ich Ihnen noch sagen. Sie macht ihre Zigarette aus. Später, wenn Sie mich verhören müssen, werden Sie sich deswegen ziemlich scheiße fühlen. Oh Gott, wir müssen Sie verhören, ernsthaft? Und fürs Protokoll? Nein, ich war es nicht. Okay, die ist also eine Verdächtige, für was auch immer. Na, das war ja jetzt sehr professionell von uns. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten. Sie hat einen schönen langen Zigarettenstummel im Aschenbecher hinterlassen. Er qualmt noch. Können wir den jetzt mitnehmen? Nee, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. So, das ist ihr Zimmer. Ja, ich denke, es gibt jetzt. Also, das wäre jetzt mega, mega peinlich, glaube ich, wenn wir da jetzt noch reingehen, reinplatzen würden. Machen wir mal nicht. Wir gehen mal, gucken uns hier oben erstmal um. Die Wochenendausgabe der Satirezeitung Trompe-le-Monde. Okay, hier oben ist ganz offensichtlich nichts mehr. Das heißt, warte mal, hier oben sind drei, nee, doch drei Zimmer. Was ist hier? Okay, die weißen Rahmen könnten bedeuten, dass da noch irgendwas von Bedeutung sein wird oder könnte, aber jetzt noch nicht ist, weil hier kann ich nicht anklicken. Ah, rennen kann er auch. Gut. Wir gehen runter. Okay, das sieht jetzt. Naja, es könnte auch so eine Hotellobby sein. Mit einer kleinen Bühne tatsächlich. Möglich wäre das. Wir gehen hier einmal nur mal gucken rum. Was ist das? Da ist eine Bar und da ist ein ausgestopfter Vogel oder was ist das? Da scheint ein größerer Saal unten zu sein. Eine Dame im Rollstuhl. Und das, was ist das für ein Gerät? Irgendwie ein Spielautomat? Was auch immer. Na gut, wir gehen mal systematisch vor und gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier kommen normalerweise die Liedtexte hin. Ja, okay, klar. Notenständer, ein klobiges altes Karaoke-Mikrofon, das nur darauf wartet, von jemandem zum Singen benutzt zu werden. Ah, okay, also es ist so eine Art Karaoke-Bar hier. Und hier wird aufgeschrieben, wer gerade dran ist. Da war, glaube ich, ein Fehler. Jetzt habe ich nicht gesehen können, was das bedeutet. Passiert hoffentlich nicht normal. Ein Wasserspender, eine große Blase steigt an die Oberfläche. Das sanfte Surren einer elektrischen Saftpresse dringt aus der Küche. Dort arbeitet jemand. Die Speisekarte wurde abgewischt und das Wort Montag steht darauf. Die gestrige Speisekarte war in einer femininen Handschrift verfasst. Das erste bis jetzt einzige Wort von heute. Ah, schade, das geht ein bisschen zu schnell weg. Ich habe auch keine, leider keine Einstellung gesehen, wo man das verändern kann. Ah, das ist doof. Muss ich schneller vorlesen. Okay, was können wir hier? Nosa Fett, was ist das denn? Plus 1 Gesundheit. Ein Heilgegenstand. Den gucken wir uns kurz mal an.
Interaktiv. Ach, der ist nicht im Inventar. Haben wir hier direkt plus 1 Gesundheit? Haben wir das direkt genutzt und genommen? Sieht so aus. Na gut. Okay, ich würde mal sagen, wir reden mal mit dem Typen. Nein, wir merken noch irgendwas. Innenleben. Du solltest hier auf jeden Fall Karaoke singen. Und zwar bei der erstbesten Gelegenheit. Deinen Gefühlen muss Ausdruck verliehen werden. Die Menschen müssen von deiner unergründlichen, ozeanischen Seele erfahren. Hinter dem Kater ist der kubische Inhalt meiner Seele nicht zu erkennen. Natürlich, zu diesem Zeitpunkt lassen sich genaue Messungen deiner Seele nur von außen vornehmen. Sie muss erhört werden. Durch eine Lautsprecheranlage. Vor anderen Leuten. Was soll ich singen, wenn es dazu kommt? Sing doch das traurige Lied von der kleinen Kirche, das auf dem Tonband war, das du gefunden hast. Ich dachte, das wäre klar. Okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht was Fröhliches singen, dem Publikum ein bisschen einheizen. Nein, nein, sing nicht das fröhliche Lied, das ist doof. Sing das traurige Lied, das ist tiefgründig. Okay, ernsthaft, Auftrag erhalten, singe Karaoke. Zuerst brauchst du eine neue Kopie des Tonbands. Das Exemplar oben ist im Eimer. Aha. Okay, nehmen wir das mal ernst. Du musst ein ausreichend tragisches Tonband auftreiben und es dann auf einem Ghetto-Blaster abspielen, um dir den Text einzuprägen. Sprich dann mit dem Cafeteria-Manager, um auftreten zu dürfen, vorzugsweise am Abend. Dann sind mehr Leute an der Bar. Gut. Ja, es hat zwar wahrscheinlich nichts mit unserem Auftrag als Polizist zu tun, klingt aber erstmal nach einer ganz coolen Aktion. Wir sprechen trotzdem schon mal mit dem Typen. Gart, der Cafeteria-Manager. Ein Mann in seinen späten 20ern steht hinter der Theke und inspiziert einen ausgestopften Meeresvogel. Als du dich näherst, wirft er dir aus dem Augenwinkel einen Blick zu und sieht dann wieder nach unten. Okay, Empathie. Erfolgreich, das war Verachtung in seinem Blick. Selbst jetzt ignoriert er dich mit voller Absicht. Mich beschleicht das Gefühl, dass sie mich nicht leiden können. Fahren wir mal gleich mit der Tür ins Haus. Doch, doch, sagt er ohne aufzublicken. Sie sind ein Held. Ein Held von einem Bullen. Okay, der mag keine Polizei. Logik, erfolgreich. Könnte der enorme Sachschaden oben im Zimmer etwas damit zu tun haben? Also bin ich nicht nur ein Polizist, sondern auch ein Held? Ja, das sind sie, wahrhaftig. Ein hochdekorierter Held. Was habe ich gemacht? Was haben sie nicht gemacht? Erst haben sie die Leiche runtergeschafft, dann den Mordfall gelöst, dann nicht mein Hostelzimmer verwüstet. Vielleicht haben sie sogar über den Streik verhandelt. Okay, warte mal. Das heißt, das ist sarkastisch gemeint. Das heißt, wir haben nicht die Leiche runtergeschafft, wir haben nicht den Mordfall gelöst und wir haben das Zimmer verwüstet. Und es gibt hier einen Streik. Aha. Gut, wir treten mal ein bisschen autoritär auf. Ihr Tonfall gefällt mir nicht. So redet man nicht mit einem Officer. Ach nein? Er baut sich auf, als würde er noch etwas sagen wollen, reißt sich dann aber wieder zusammen. Ja, stimmt schon. Wir sehen uns den ausgestopften Vogel an. Der sachkundig präparierte braun-weiße Meeresvogel liegt zwischen haufenweise Untersetzern und trocknenden Bechern. Einer seiner Flügel ist gebrochen. Der Mann versucht, ihn zu reparieren. Sieht aus, als wäre der Vogel von dem Schild heruntergerissen worden, mit dem er angebracht war, höchstwahrscheinlich an einer Wand. Okay, enzyklopädisches Wissen. Das ist eine große Skua. Der Meeresvogel ist das Symbol der Entdeckung der insulindischen Isola, dem Teil der Welt, in dem du dich gerade befindest. Wir sehen was. Genau das besagt auch die kleine Stahlplakette. Die große Skua.
Stercorarius scua. Entschuldigt. Und Innenleben. Etwas daran löst ein Gefühl der Verbitterung in dir aus. Mhm. Was ist mit dem Vogel passiert? Da drüben, da ist ihr Kumpel. Er sieht zu den Türen hinüber, wo ein Mann in einer Fliegerjacke mit dem Fuß auf den Boden tippt. Warum gehen Sie nicht drüber und reden mit ihm, hm? Was meinen Sie mit meinem Kumpel? Er tut so, als würde er dich nicht hören und konzentriert sich stattdessen auf den Vogel. Na gut, sind Sie der Barkeeper? Nein, ich bin nicht der Barkeeper, ich bin der Cafeteria-Manager. Beherrschung mittel erfolgreich. Das hat auf einmal seine Lebensgeister geweckt. Es scheint ein heikles Thema für ihn zu sein. Okay. Wo liegt da der Unterschied? Ich habe 3 Cafeterien zu leiten. 3. Sylvie kümmert sich hier um die Bar, nicht ich. Ich helfe nur aus. Wo ist diese Sylvie hin? Sie ist nur... Naja, er zuckt mit den Schultern. Schauspielkunst, haben wir irgendwas entdeckt? Seine Augen huschen von links nach rechts. Dieser Mann lügt zwar nicht, aber er hat ganz sicher etwas zu verbergen. Aha. Okay, wir sind jetzt vielleicht sogar schon in den Ermittlungen drin. Sie ist nur was? Ach, jetzt sind Sie plötzlich ein Bulle. Vergessen Sie es. Okay. Was passiert eigentlich? Ich versuche mal rein technisch. Das interessiert mich jetzt spielmechanisch, wenn man einfach nochmal das Gleiche fragt. Okay, also sie antworten dann auch das Gleiche. Jetzt könnten wir tatsächlich, das ist ein bisschen cheesy, dass man jetzt noch andere Optionen wählen kann. Das werde ich, glaube ich, grundsätzlich eher nicht nutzen. Ich sag jetzt mal aha. Gut, dann beenden wir dieses Gespräch. So, Sylvie leitet den Laden, na gut. Okay, da geht's in irgendeinen Nebenraum. Was ist das hier? Ah, was ist denn das? Manchmal sehe ich nicht diese Schriftzüge. Das ist ziemlich blöd. Auf einem Schild steht Kantine, nur für Gewerkschaftsangehörige. Einlass 16 Uhr. Da könnte die Uhrzeit noch relevant sein. Das muss ich mir irgendwie merken, dass wir vielleicht 16 Uhr hier zurückkommen. So. Und was ist das da hinten? Dieser Royal Pinball-Automat ist nicht angeschlossen. Und das scheint also hier unser Freund zu sein, unser Kumpel, was auch immer. Gucken wir mal. Aha. Kim Kitsuragi. Ein Mann mit Brille und oranger Fliegerjacke wippt ungeduldig mit dem Fuß. Er scheint auf jemanden zu warten. Auf dich? Als du dich ihm näherst, werden seine Augen kleiner und er streckt dir zur Begrüßung die Hand entgegen. Korrgeist, erfolgreich. Wenn in diesem Augenblick das Gebäude angegriffen würde, wenn die Fenster in 1000 Stücke zerspringen und die ganze Welt auf dich niedersinken würde, dieser Mann würde den Tod in Kauf nehmen, um dich zu retten. Dessen bist du dir sicher. Aber warum? Wir sehen was. Auf dem Ärmel seiner Fliegerjacke und auf seinem Rücken prangen die gleichen rätselhaften weißen Rechtecke wie auf deinem Blazer. Okay. Komisch. Das können ja keine Abzeichen sein, irgendwie der Polizei oder so. Irgendwie merkwürdig. Wir schütteln mal die Hand. Hallo, ich bin Kim Kitsuragi. Warum stellt er sich vor, wenn er unser Kumpel ist? Er hat einen festen Händedruck. Ich bin Lieutenant vom 57. Revier. Sie müssen vom 41. sein. Okay, wir lernen uns hier zum ersten Mal kennen. Aha, deswegen sagte er Kumpel, weil er mitbekommen hatte, dass das auch ein Bulle ist. Aber wieso haben wir die Wahrnehmung, dass er uns auf jeden Fall helfen würde? Wahrscheinlich ist er einfach treu mit der Polizei verbunden und wir erkennen das hier. Dir wird bewusst, dass er auf deinen Namen wartet. Okay, Innenleben. Das ist die optimale Gelegenheit, dir einen tollen Namen für dich einfallen zu lassen. Sei kreativ, konzipiere etwas. Okay. Wir können jetzt mit Konzeptbildung uns einen Namen ausdenken.
Und das ist fehlgeschlagen. Und nein. Raphael Ambrosius Cousteau? Das klingt echt cool, aber wirklich nicht wie ein Idiot, wenn ich mich so nenne. Ganz bestimmt nicht. Raphael Ambrosius Cousteau ist ein stilvoller Name und du bist ein stilvoller Bulle. Jetzt sag ihn schon. Wie spricht man das aus, dieses E mit dem Doppelpunkt? Ich weiß es nicht. Raphael. Ich sag jetzt erstmal Raphael. Aber, oder, naja, Cousteau. Nennen wir ihn Cousteau. Mein Name ist Raphael Ambrosius Cousteau. Verstehe. Er nimmt gar nicht richtig zur Kenntnis, was du gesagt hast, sondern fährt unbeeindruckt fort. Okay, Schauspielkunst. Er hat euch keine Sekunde lang geglaubt, dass das wirklich euer Name ist. Er hat ihn abgetan als einen Scherz einer anderen Abteilung oder einer Eigentümlichkeit, die er nicht versteht. Anscheinend ist am Sonntag mit der Planung etwas schiefgelaufen und am Samstag auch. Hatten Sie bereits Gelegenheit, mit dem Manager hier zu reden? Ah, okay. Er sollte sich offensichtlich schon vorher hier irgendwie bei uns melden. Offensichtlich sollen wir beide hier ein Verbrechen aufklären. Wir sind rechtzeitig gekommen, er nicht, und wir haben die letzten beiden Tage oder Nächte durchgesoffen. So kann ich das jetzt vielleicht interpretieren. Rhetorik. Er will sagen, dass er seit 2 Tagen versucht, dich zu Gesicht zu bekommen, aber du warst anderweitig beschäftigt. Oh, okay, es ist doch noch anders. Alles klar. Er ist ein wirklich netter Mensch. Er versucht, unsere Schwächen abzubügeln. Okay, also er war schon da, aber wir haben trotzdem gesoffen. Okay, ich glaube, ich muss wirklich anders denken. Man darf hier nicht mit reiner Logik rangehen. Meinen Sie ihn? Mit einem Nicken deutest du auf den Cafeteria-Manager. Ja, mit dem habe ich gerade geredet. Wenn Sie nichts dagegen haben, sollten wir noch einmal mit ihm reden, ihn um einen Überblick bitten, was sich wo befindet, jetzt wo ich auch hier bin. Wenn ich recht verstehe, ist der Tatort im Hinterhof, nicht wahr? Außerdem könnte es nicht schaden, wenn wir ihm zeigen, dass die Polizei endlich da ist, in voller Stärke, meine ich. Haben Sie schon eine Liste der Erstbefragungen vorbereitet? Noch nicht. Okay, dafür haben wir Zeit, sobald wir uns den Bericht des Rechtsmediziners angesehen haben. Haben Sie die Leiche aus dem Baum entfernt? Ich mag keine Leichen. Verstehe. Aber haben Sie sie aus dem Baum entfernt? Nein. Die Leiche hängt also doch im Baum. Ich weiß es nicht. Welchen Baum? So, Empathie. Zum ersten Mal bemerkst du in der Stimme des Lieutenants einen Anflug von Verdrossenheit. Offensichtlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn die Leiche nicht mehr im Baum gehangen hätte. Wo sie seit ganzen 7 Tagen hängt. Wir sollten hingehen, sobald wir mit dem Eigentümer gesprochen haben. Aber ich kann mich an nichts erinnern. So, wollen wir das so offen sagen? Nee, komm, wir überspielen jetzt unsere Schwäche. Dann mal los. Nach Ihnen, Herr Kollege. Okay, jetzt haben wir mehrere Aufgaben bekommen. Logik, banal. Wenn du jetzt anfängst zu ermitteln, solltest du dann nicht einen Ausweis haben? Moment, sollte ich nicht einen Ausweis oder so haben? Du siehst in deinen Taschen nach. Haben Sie etwa keinen Ausweis? Wir tun so. Ja, es wäre schon schön, wenn wir einen hätten. Deswegen sagen wir mal, ich hatte keinen bei mir, als ich aufgewacht bin. Okay, neuer Auftrag. Melde den Verlust deines Ausweises. Seine Papiere zu verlieren ist eine ernste Angelegenheit. Mein Wagen hat Kurzwelle, damit können Sie Ihren Ausweis als vermisst melden. Ich rate Ihnen, ihn so schnell wie möglich zu finden, aber das Entfernen der Leiche aus dem Baum sollte dennoch oberste Priorität haben. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal unsere Aufträge an, die wir bekommen haben. Also, befrage den Cafeteria-Manager. Er könnte etwas über den im Hinterhof geschehenen Mord wissen.
untersuche die Leiche, untersuche die im Hinterhof des Whirling in Rags hängende Leiche. Dies ist eine Voruntersuchung. Du musst bloß deinen Brechreiz unterdrücken und dich ihr nähern. Melde den Verlust des Ausweises. Du musst dem 41. Revier schnellstmöglich den Verlust deines Ausweises melden. Der Lieutenant hat gesagt, dass du das Funkgerät in seinem Motorwagen benutzen kannst. Okay, alles klar. Gut, bevor wir dahin gehen, würde ich sagen, sprechen wir nochmal mit dieser Dame hier. Vielleicht hat die auch was gesehen. Wobei, wir müssen ja erstmal eine Liste der Erstbefragungen machen. Nein, ich spreche sie trotzdem schon mal an. Wer weiß, haut sie noch ab hier mit ihrem Rollstuhl. Lena, Frau des Kryptozoologen. Hallo, Schätzchen. Die alte Frau wendet sich mit einem Lächeln an dich. Reaktionsvermögen. Moment, wer ist hier das Schätzchen? wer ist denn hier das Schätzchen? Na, Sie natürlich, Officer. Ich bin kein Schätzchen, schauen Sie mich doch an. Sie sind ein attraktiver Mann, Officer, mit Ihrem Schnauzbart und Ihrem markanten Kinn und dann noch dieses Grübchen. Na gut, wenn sie das sagt. Danke, das weiß ich zu schätzen. Sie fasst sich an die Stirn. Bitte verzeihen Sie, ich bin so durcheinander. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Lena, mein Mann Morrel und ich besuchen gerade unseren Freund Gary am anderen Ende der Straße. Weil die beiden gerade unterwegs sind, bin ich auf einen Tee hergekommen. Als sie lächelnd zu dir aufschaut, funkeln ihre Augen über ihrem Brillenrand. Chorgeist, diese Lena ist exzentrisch genug für die kunterbunte Crew. Du solltest sie sofort rekrutieren. Was? Was? Ja, ich würde mal sagen, wir stellen hier nicht so offen unsere Ahnungslosigkeit zur Schau. Das finde ich irgendwie doof. Aber wir fragen sie mal ganz entspannt. Würden sie gerne mitrollen? Ihre Augen leuchten auf. Wie meinen sie das denn? Ach nichts, ich habe nur an den Text von einem Lied gedacht. Wanna roll with me? Ach ja, sie meinen wahrscheinlich Roll with me von den Fletchers. Die Leute kommen mir oft mit den Fletchers. Sie beruhigt sich. Morrel meint, das wäre mein Titellied. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, ich muss jetzt los. Natürlich, mein Lieber. Viel Glück mit Ihrem Fall. Sie winkt zum Abschied. Sehr schön. Okay, liebe Leute. Dann werden wir jetzt mal, nachdem wir unseren offensichtlich fleißigen, ordentlichen, geflissentlichen Kollegen hier kennengelernt und an unserer Seite haben, das nächste Mal dann mit den Ermittlungen dann auch beginnen. Und das heißt, wir sprechen nochmal mit diesem Cafeteria-Manager. Wichtiger Punkt. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.